Hallo Leute und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Ich werde heute nur erzählen, was ich heute so gemacht habe, weil das echt zeitintensiv war und ich immer wieder dasselbe nur gemacht hat und ich keine Lust hatte, irgendwie 2 Stunden vor mich hinzulabern. Ich hoffe, das ist okay. Mal was anderes ist ja auch mal nicht schlecht, mal andere Sachen auszuprobieren. Vielleicht liegt mir das hier irgendwie, wer weiß das schon. Na, jedenfalls war ich heute so im Spiel drin und hatte irgendwie das Gefühl, dass irgendwie auf der Insel irgendwas fehlt und alles doof ist. Und dann kam ich auf die fantastische Idee, mal einfach meine Designs anzugucken. Da war richtig viel Schrott drin. Ich habe 15 Designs rausgeschmissen, aber wo man gar nicht merkt, dass sie weg sind, wirklich. Da war so viel Schwachsinn drin, das ist unfassbar. Und von diesen 15 gelöschten Designs habe ich dann 13 neue Designs reingepackt. Das sind so komische Steinmuster gewesen, die lege ich hier auch gerade die ganze Zeit aus. Und meine tolle Idee war jetzt, das auf der ganzen Insel zu verteilen. Angefangen irgendwie mit dem Rathausplatz hier und ihr wisst ja, ich hatte hier diesen Halloween-Festplatz, der eigentlich eh weg musste, weil Halloween ist nun mal jetzt schon ein paar Monate wieder her. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat dieser Platz hier vorne auch immer meinen Mojo zerstört. Wenn ich irgendwie mein Schloss hinunterging, habe ich immer auf so eine Wand mit Halloween-Gedöns rangeknallt. Das fand ich schon scheiße, als damals da die Bewohnerhäuser waren. Und meine Lösung dafür war es einfach, dann noch einen größeren Festplatz hinzustellen. Wie dumm ist denn mein Brain eigentlich? Na, jedenfalls musste ich die oberste Reihe vom Halloween-Platz sowieso abreißen, damit dieser Weg halt dahin kann. Und dann habe ich mich dafür entschieden, einfach den ganzen Halloween-Platz, alles muss weg, alles weg. Achso, und falls ihr diesen Steinweg irgendwie auch sehr, sehr cool findet, dann werde ich den Creator-Code jetzt hier einfach mal einblenden. Dann könnt ihr den Creator-Code einfach bei der Schneiderei selber mal eingeben, da in dieses Terminal, und euch die selber runterladen, wenn ihr wollt. Das richtig Geile ist ja, der Creator, der diese Steine gemacht hat, der hat das Steinmuster sowohl für den Winter, wo dann so ein bisschen Frost auf den Stein drauf ist, was ich sehr cool finde. Das habe ich auch jetzt gerade ausgewählt, also es ist so ein bisschen heller und mit Frost und so. Und dann, wenn eine Jahreszeit ist, wo halt kein Schnee mehr liegt, dann hat er noch eine Version ohne Frost, die quasi genauso aussieht, aber da ist dann Frost halt nicht mit drauf. Man kann ja in Animal Crossing irgendwie einfach die Designs austauschen und dann überschreibt er das alte Design mit dem neuen Design. Heißt, ich müsste dann quasi, wenn jetzt irgendwann der Schnee nicht mehr da ist und das halt jetzt dann doof aussieht mit den Steinen, einfach nur das neue Design darauf packen und die ganzen Steine nicht nochmal neu hinlegen. Wie gut ist das denn, Leute? Naja, und ihr seht ja, was ich gemacht habe, ist immer dasselbe quasi. Ich habe mich dann dazu entschlossen, einfach aus diesem einen riesigen Festplatz 2 kleinere Plätze zu machen. Dafür eignet sich nämlich dieser Stein auch richtig, richtig cool. Man muss halt unter diesen Designstein noch richtigen Stein legen, damit nicht irgendwie noch komische Grasflächen übrig bleiben, aber dann kann man da echt hübsche Sachen mitmachen. Also ich bin zufrieden damit. Das Doofe ist halt, jetzt habe ich zum dritten Mal so richtig viel leeren Raum vor meinem Eingang von meinem Haus und ich habe wirklich gar keine Idee, was da hin soll. Ich hätte halt mega Bock, irgendwie so mit Ebenen zu arbeiten, also dass man so auf der zweiten oder auch von mir aus der dritten Ebene so Dekorationen aufbaut und dass dann quasi die Density im Bild so ein bisschen krasser wird. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wenn ich das jetzt wieder hier vor mein Haus hinbaue, dass ich das dann am Ende wieder kacke finde nach ein paar Monaten und dann wieder abreiße. Mit diesem Platz hier vor meinem Haus ist das echt richtig, richtig komisch. Na ja, mal gucken, ob mein Brain da nochmal irgendwann was bereithält für mich. Wenn ihr übrigens irgendwelche Ideen habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese mir die alle durch und wenn da eine gute Idee bei ist, dann mache ich sie auch sehr gerne und credite euch, dass das eure Idee war. Achso, dann hatte Katharina sich noch mit Lupo gestritten. Warum auch immer. Und daraufhin sollte ich dann Lupo noch ein Versöhnungsgeschenk von ihr geben. Stellt sich raus, da war ein richtig hübsches Eishockey-Shirt drin. Lupo sieht richtig, richtig cool da drin aus. Ja, was soll ich sagen? Dem Lupo hat's gefallen. Katharina und Lupo sind wieder befreundet. Irgendwann heiraten die bestimmt auch noch. Und wenn die das nicht von sich aus machen, dann sorge ich halt höchstpersönlich dafür. Bin übrigens der Einzige, der die beiden an Beastars erinnert. Also diesen Anime, der übrigens sehr gut ist. Gibt's bei Netflix. Alle nachholen, wenn ihr den noch nicht geguckt habt. Der Anime ist eigentlich genauso wie Animal Crossing, wenn ich so drüber nachdenke. Da geht es halt darum, dass so Fleischfresser und vegetarisch lebende Tiere einfach in einer Society zusammenleben. Und diese vegetarisch lebenden Tiere, die sind ja eigentlich die Beute von den fleischfressenden Tieren. Und deswegen kommt es da dann natürlich zu Kabbeleien etc. und Mord, Blutrausch, Sex und so. Aber auf jeden Fall richtig coole Anime. Könnt ihr euch mal angucken, Leute. Meine Anime-Empfehlung des Tages. Ja, danach habe ich dann halt einfach weitergearbeitet. Einmal rum ums Rathaus rum und dann noch bis zu Heinz Haus weiter. Da stand aber dann immer dieser komische neue Bewohner rum. Den möchte ich auch irgendwann nochmal rausschmeißen. Leonardo, keine Ahnung wie der heißt, dieser grüne Löwe. Der hat erst geangelt, wollte nicht weggehen. Dann hat er sich da hingesetzt, wo ich was machen wollte. Und dann hat er wieder geangelt, wo ich was machen wollte. Richtiger Doofkopf. Und dann habe ich überlegt, ach ja, jetzt hast du ja 1,5 Stunden was gemacht. Dann kannst du ja auch noch schnell den Weg bei Katharina erneuern. Ach, und wenn du schon dabei bist, dann kannst du ja auch noch den Weg bei Misuso und Lutz ersetzen. Hat dann auch nochmal übelst lange gedauert. Ich finde diesen neuen Weg echt cool, der macht schon viel her. Dadurch kann man halt so einen richtigen Eingang irgendwie zu den Häusern hinmachen, dass der auch visuell so ein bisschen abgegrenzt ist, obwohl das ja alles Steine sind. Und mit diesen hauseigenen Wegen, die Animal Crossing einem ja zur Hand gibt, die langen dafür irgendwie nicht. Vor allem, weil die halt nicht Teil für Teil immer aneinander sind.
Wenn die das endlich mal patchen würden, dann wären die Wege, die es bei diesen Bauarbeiterhelm-Dingsbums da gibt, auch viel besser. Ja, als ich dann damit diesen Weg fertig war, habe ich dann noch die Klippe bei Katharina angepasst, weil ich wollte irgendwie, dass beide Seiten so ein bisschen symmetrisch sind. Sieht jetzt immer noch ein bisschen komisch aus. Mal gucken, was ich da noch mache. Aber ich will ja sowieso, dass dieses Blumenfeld irgendwie noch weggeht. Und da zwar trotzdem noch Blumen sind, aber halt nicht alles voller Blumen. Also es gibt ja ganz viele Blumen-Items, die will ich dahin packen und eventuell so einen kleinen Park, so einen Mini-Park dahin, bei dem es aber schon um Blumen geht. Das könnte ich mir da vorstellen. Das werden wir auch den nächsten Tag mal machen. Aber das war dann das Letzte, was ich heute gemacht habe. Dann gab es nämlich Essen. Und dann muss ich erstmal ausmachen. Oh, das war's quasi. Ich habe ganz viele Wege gelegt. Toll, oder? In der nächsten Folge werden wir uns dann um Ottokars Haus kümmern. Der ist ja in der letzten Folge bei uns eingezogen. Ich habe ihn auch schon umziehen lassen. Also er ist jetzt nicht mehr da, wo ich ihn angekündigt hatte, sondern ich habe einen eigenen Bereich für ihn gebaut. Und richtig dumm, ich habe es nämlich nicht aufgenommen, wie ich seinen Bereich da gebaut habe. Aber ich werde aufnehmen, wie ich seinen Bereich zumindest verschönere. Heißt, da könnt ihr dann in der nächsten Folge gespannt sein. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Nachsynchronisierte hier mögt. Eventuell war das jetzt ein bisschen komisch, aber ich hatte wirklich keine Lust da. Das hatte mich wirklich zwei Stunden gedauert, drüber zu labern. Und ich nehme ja immer auf im Stehen. Und zwei Stunden stehen kriegt mein Körper nicht so hin, weil ich ein Lauch bin, you know. Ja, aber dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.